Stell dir vor, du wirst unter dem Vorwand eines Jobgesprächs in eine Falle gelockt und fast vergewaltigt. Stell dir vor, du wehrst dich dagegen und erstichst in Notwehr deinen Vergewaltiger. Und jetzt stell dir vor, die Polizei verhaftet dich daraufhin und beschuldigt dich, du hättest diesen Mord von langer Hand geplant. Stell dir vor, du wirst immer wieder auf brutalsten Wege zusammengeschlagen, gefoltert und dein Peiniger droht dir, wenn du nicht endlich gestehst, was sie dir vorwerfen, wird er dasselbe mit deiner kleinen Schwester tun. Und stell dir vor, du als Opfer einer sexuellen Straftat bekommst 30 Peitschenhiebe wegen außerehelicher sexueller Aktivitäten. Stell dir vor, du wirst dafür zum Tode verurteilt. Das alles ist Shole Pokravons Tochter Rehone Jabbori passiert. Rehone war 19 Jahre alt, als sie im Juli 2007 ihren Vergewaltiger Murtaza Abdullahi Sarbandi in Notwehr ersticht. Wie sich bald herausstellte, war er ein einflussreicher ehemaliger Geheimdienstmitarbeiter des Regimes. Und dieses machte ein großes Politikum aus dem Fall. In einem Gerichtsverfahren, das nichts mit Fairness zu tun hat, wurde Rehone als feindliche Agentin hingestellt und wegen Mordes zu Tode verurteilt. Ihrer Familie wurde immer wieder gedroht, sich ruhig zu verhalten und über diesen Fall nicht öffentlich zu sprechen. Denn das Regime tötet gerne im Unsichtbaren. Aber Shole Pokravon, Rehones Mutter, vor dem Prozess eine iranische Theaterschauspielerin, eine Kollegin, stellt sich trotzdem in einem unglaublichen Löwenmut gegen das iranische Regime und kämpft um das Leben ihrer ältesten Tochter. Sie schafft es, dass Rehones Geschichte überall auf der Welt bekannt wird und stellt die unfassbare Ungerechtigkeit der iranischen Justiz, die besonders Frauen gegenüber extrem unfair ist, vor aller Welt bloß. 7 Jahre lang kämpft sie um das Leben ihrer Tochter, bis Rehone am 25. Oktober 2014 trotz internationaler Proteste staatlich ermordet, also hingerichtet wird. Der Dokumentarfilm 7 Winter in Teheran von Steffi Niederzoll erzählt in eindrücklicher Weise vom kurzen und mutigen Leben von Rehone Jabbori und von Sholes Kampf um das Leben ihrer Tochter. Es ist eine Blaupause der revolutionären Frau-Leben-Freiheit-Bewegung, die uns seit einem Jahr beschäftigt. Denn es sind immer schon die Frauen, die Mütter gewesen, die diesem Regime und seinem von Anfang an institutionalisierten Frauen- und Minderheitenhass entschlossen die Stirn geboten haben. Es waren die Frauen, die am 8. März 1979, kurz nach Khomeinis Machtergreifung und seines Erlasses zur Zwangsverschleierung, zu Zehntausenden auf den Straßen Teherans protestierten, mit Parolen wie: Wir haben keine Revolution gemacht, um rückwärts zu gehen. Es sind die Mütter von Khawaran, die die staatlich angeordneten heimlichen Massenexekutionen vom Sommer 1988 aufdeckten, weil sie jahrelang zu dem Khawaran-Friedhof pilgerten und Gedenkfeiern abhielten, wo man ihre Liebsten in Massengräbern anonym verscharrt hatte. Es sind die Mütter von Orban, die die Aufklärung an der blutigen Niederschlagung der Novemberproteste von 2019, denen 1500 Menschen zum Opfer gefallen sind, fordern. Hartnäckig und trotz aller Gefahren seitens des Regimes, das ihnen droht.
Es sind Frauen wie Rayhorne, die das Angebot ablehnte, begnadigt zu werden, falls sie zugebe, dass ihr Peiniger sie gar nicht vergewaltigen wollte und sie alles nur missverstanden hatte. Ein offensichtlicher Versuch, Sarbandis Namen und seine sogenannte Ehre reinzuwaschen. Rayhorne lehnte ab, weil sie bei ihrer Wahrheit bleiben wollte und bezahlte dafür mit ihrem Leben. Der aktuelle Beweis des feministischen Widerstandes ist die seit genau einem Jahr andauernde revolutionäre Bewegung im Iran. Ausgelöst durch den Tod der Kurdin Jina Mahsa Amini in Polizeigewahrsam sind es die Frauen in Kurdistan, die ihre Kopftücher abnahmen, um mit dem Ruf Jin Jian Azadi, zu Deutsch Frau Leben Freiheit, das ganze Land zum Beben brachten. Denn wie die kurdische politische Gefangene Zeynep Jalolian einst sagte, wenn eine Frau aufwacht und frei sein will, kann sie nichts mehr in die Knie zwingen. Seit 5 Generationen kämpfen die Frauen im Iran für ihre Rechte. Ihre Bewegung ist tief verwurzelt, auch weil Frauen sich stets für die Rechte aller Minderheiten eingesetzt haben. Der Kampf für die Rechte der Frauen ist ein Kampf für Menschenrechte, der von allen gemeinsam geführt wird. Frauen, Männern und Queeren, von der ländlichen Bevölkerung, StudentInnen und ArbeiterInnen, von religiösen und nicht religiösen Menschen. Es ist ein solidarischer Zusammenschluss gegen ein Terrorregime. Die FreiheitskämpferInnen in Iran sind nicht unterzukriegen und sie gibt es bereits seit Jahrzehnten. Doch dank Frauen wie Sholeh Pahlavan kennen wir ihren Kampf, ihre Namen, ihre Gesichter und ihre Geschichten. Sholeh Pahlavan hat es geschafft, ihren Schmerz in einen Sturm zu verwandeln und dient damit nicht nur der Geschichte ihrer Tochter Rayhorne, sondern lehrt uns Resilienz, Mut und Ausdauer.